Danke vielmals. Dankeschön. Tun wir es noch runter, weil... So. Achso, bevor ich vergesse, ist heute zufällig jemand, wer aus der SM-Szene da? Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen indiskret, gleich am Anfang. Also Sie müssen jetzt auch nicht die Hand heben, wenn es Ihnen irgendwie peinlich ist, gell? Sie können auch den Ball aus dem Mund geben und hier schreien. Niemand. Okay, nein, ich habe mir noch gedacht, vielleicht das wäre... Hat sich das 50 Shades of Grey nicht so durchgesetzt, gell, wie man glaubt hat? Gell? Am Anfang können Sie sich nur erinnern, wie das Buch rausgekommen ist, 50 Shades of Grey. Ich glaube, es war 2011 oder so. Es war ein Wahnsinn. Das war ein kompletter Hype, was da ausgelöst wurde. Da ist um nichts anderes mehr gegangen, außer um SM. Das ganze Land, das war im kollektiven SM-Fieber. Das war, da hast du über nichts anderes mehr geredet. Wenn du beim Hornbach gekauft hast, ein Abschleppsein und ein Gafferbandel, haben sie da zuzwinkert an der Kasse. Nicht? Also das war... Ja, man muss wollen, wie gesagt, das ist jedem Tierchen sein Pläsierchen, wenn man das gerne hat, warum auch nicht, meins ist es nicht, also ganz ehrlich, hat mich nie so ereilt, dieser Trend, ich bin da nicht so aufgesprungen, das möchte nicht sagen Brüde, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen verklemmt, vielleicht bin ich da zu normal, wobei, warum eigentlich, also das, bin ich eigentlich gar nicht verklemmt, ich bin sehr aufgeschlossen sogar, ja, bin für jeden Plätzchen zu haben, was das angeht, also meine Frau hat jetzt einmal zu mir gesagt, machen wir mal Doktorspiele. Dann habe ich gesagt, passt, machen wir Doktorspiel. Habe ich es gleich mal vor dem Schlafzimmer eineinhalb Stunden warten lassen. Ja. Nein, aber jetzt hör mal auf mit diesen grauslichen Witzchen da, mit diesen schlüpfrigen Späßen. Nein, freue mich sehr, dass Sie heute die Besuchszeit in der JVA Steigendeschgasse in Anspruch nehmen, dass sie da reinkommen in den Arrestbesuchsraum, keine Berührungsängste haben und so. Gut, ich mein, man war früher immer ein bisschen stigmatisiert als Häftling, aber mittlerweile ist das fast schon, ne, das sind sehr gut, man ist in guter Gesellschaft. Der Helmut war auch da zum Beispiel, ne, der Hömerl, der ist schon wieder entlassen worden, der ist leider erkrankt, den haben sie schon heimgeschickt, der Helmut. Ne, der war ja früher, hat er mir erzählt, wie er noch in Amt und Würden war, wie der noch in der Wirtschaft tätig war. Der war ein richtig hoches Viech, der war ganz oben im Vorstand bei der Schneekettenfirma. Bei der BWAG hat der gearbeitet, der war ganz oben, wirklich, bei der BWAG, was wird er gesagt, bei der BAWEG, BWAG, BUWOG, na BUWOG war es nicht, das ist der andere, der ist noch nicht da. Das, Sie wissen, wie ich meine, nicht? Da. Zu schön, zu gut ausgebildet, aus zu gutem Haus, nicht? Die bekommen sehr viel Post zur Zeit. Der Einkaufssackerl-Scherper von der Kristalldomina, nicht? Kommt noch. Kommt noch, kommt noch. Ja, ja. Und ich meine, bei den Größen aus der Wirtschaft denkt man sich, naja, Herrns, was? Nicht? Hat er halt ein bisschen steuerschonend veranlagt, nicht? Ein bisschen da, ein bisschen dort, ein bisschen, na was? Muss auch schauen, wo er bleibt. Nicht? Und bei den Politikern ist es ja part of the game. Nicht? Aber bei den Sportlern, pff, da habe ich mir schon gedacht, Wahnsinn, haben Sie es gelesen vom Ronaldo? Der hat 18 Millionen Strafe gekriegt, Ronaldo, wegen Steuerhinterziehung. 18 Millionen, überlegen Sie mal, wie lange Sie arbeiten müssen, bis 18 Millionen auf der Seite haben. Ich meine, gut, der zahlt es aus der Portokasse, nicht? Aber trotzdem, 18 Millionen ist ein hübsches Sümmchen, da muss eine alte Frau lang dafür stricken. Nicht? Andererseits jetzt... Und ich glaube auch, wenn die Fußballer mal eingesperrt werden, da bekommt der Begriff hautnahe Manndeckung gleich eine ganz neue Bedeutung. Ja, das wird. Und ich bin ja sehr, mir hat das wirklich ein bisschen in den Grundfesten erschüttert, muss ich sagen, weil ich bin ein sehr fußballaffiner Mensch. Ich liebe ja Fußball, das ist eine meiner Lieblingssportarten und ich schaue mir das wahnsinnig gerne an. Am liebsten schaue ich mir Länderspiele an. Länderspiele, die haben so was Archaisches, finde ich. Weißt, das hat so also ein Länderspiel-Traum. Das ärgste Länderspiel, das ich seit langem gesehen habe, das war Elfenbeinküste gegen die Schweiz. Haben Sie das zufällig gesehen? Elfenbeinküste gegen die Schweiz. Auf der einen Seite, wissen Sie, diese wütenden Exoten und diese abartigen Rituale. Und auf der anderen Seite die Elfenbeinküste. Also, ist schon fein. Und ab und wann, ja, wenn es meine Zeit erlaubt, beziehungsweise mein Kontostand, da bin ich hier und da bin ich sogar eingeladen von meiner Hausbank. Da kriege ich oft so VIP-Karten. Ne? Das ist super. Und diese VIP-Karten waren schon mal im VIP-Club vom Ernst-Happel-Stadion. Also Weltklasse. Das ist also ein Traum. Wirklich, da sitzen alle. Also jeder, der in Österreich irgendwo was zum Sagen hat, huckt bei so einem Länderspiel in den VIP-Club drin. Und ich war da drin und bin da ein bisschen durchgegangen und habe gedacht, das schon her. Ne? Und da bin ich bei so einem kleinen Tischerl, habe ich innegehalten. Da ist mir nämlich aufgefallen, da ist so eine Gruppe Legenden gesessen. Also wirklich verdiente Nationalspieler, Ikonen, muss man sagen, Granden vergangener Tage. Und die haben zum Thema Geld zu philosophieren begonnen. Und da habe ich gedacht, na, da schon, bleib stehen, nicht? Vielleicht schnappst du irgendwas auf, nicht?
irgendeiner Zeitung kauft schon. Und da habe ich dann gelauscht, da habe ich schon solche Uhren gekriegt. Wahnsinn, solche Uhren. Da habe ich schon Leute Selfies mit mir gemacht, weil ich glaube, ich bin der Kanzler. Ja? Solche Uhren habe ich gehabt. Das war. Ja. Herr Stoney, hast du das gelesen von den Ronaldo? Der ist gerade schön in der Bretouille, ha? Was, in Frankreich ist der, oder was? Nein, nicht in Frankreich, der Blitzer. In der Bretouille ist er, nicht? Wegen Steuerhinterziehung, der hat das ganze Geld auf die Cayman Islands hat der umgezahlt, nicht? Ja, jetzt also, muss auch schauen, nicht? Na, was hast du denn mal schauen? Da machst du Theater, das gibt's ja nicht, Herr bitte. Der kriegt 32 Millionen im Jahr, das soll versteuern wie alle anderen. Nein, ich möchte nicht wissen, wo unser ehemaliger Teamchef das ganze Geld hin versteuert hat, nicht? Wo ist der Kohler? Na klar, der Kohler. Das ist ein Schweizer, bitte. Da brauchst du nicht glauben, dass der beim Fiskus in Österreich die Kohle nachgedruckt hat. Na, der ist schön in die Schweiz umgeflogen. Na, da lasse ich mich einstechen. Man, der, nicht bei 43% wird er in Österreich versteuern. Der kann voll gläschern, der Kohle. Na sicher, ist ein gescheiter Bursch, nicht? Jetzt halt, der steht eh da drüben. Na ja, na geht schon, dann fragen wir gleich einmal den Herrn Teamchef, nicht? Nein, ist ja peinlich, das kann ich nicht machen. Da muss ich interessieren. Herr Kohler! Geht dem Chef, Herr Kohler, wenn Sie einmal kurz einen Augenblick Zeit haben, bitte kommen Sie einmal kurz her, der Herr Polster, und ich habe eine Frage. Na, ich habe keine Frage, was? Sagen Sie, Herr Kohler, Frage, was haben Sie eigentlich, was habe ich gehört, Sie haben beim ÖFB 1,5 netto im Jahr gekriegt, na, die Gage geht auch nicht zu Fuß, hätte ich mir gedacht, ne? Jetzt eine Frage, was haben Sie eigentlich gemacht mit der ganzen Marie? Haben Sie es versteuert oder haben Sie es schön in die Schweiz umgezahlt, ha? Jetzt einmal Hand aufs Herz, Herr Kohler, was haben Sie gemacht mit dem Geld, ha? Ja, Herr Herzog, das ist eine etwas prekäre Frage. Ja, ich hatte natürlich ein tolles Gehalt. Ja, klar, ich hatte viel Geld verdient beim ÖFB und bin natürlich nach Zürich geflogen. Na, was sage ich da? Lass mich ausreden einmal. Ne? Hatte einen Termin bei meiner Hausbank, bei der Credit Suisse. Ja, bin ich reingekommen, der Banker hat mich angeguckt und hat gesagt, Herr Koller, was kann ich für Sie tun? Habe ich gesagt, ja, ich möchte 1,5 Millionen Euro anlegen. Hat er mich angeguckt, hat er gesagt, Herr Koller, Sie brauchen nicht zu flüstern, Armut ist keine Schande. Der Koller, was? Du brauchst gar nicht so blöd lachen erst. Ich möchte nicht wissen, was du mit dem ganzen Gerstl gemacht hast. Weißt du, wie du in der deutschen Bundesliga gespielt hast? Da hat es auch geraschelt, oder? Ja, volle Fehler, ich hab's geraschelt. Jetzt habe ich immer wieder gespielt bei Gladbach und bei Köln und bei. Ja, eigentlich eh bei Gladbach und bei Köln. Habe ich aber super verhandelt immer, weißt du? Ich habe ein bisschen gespielt gehabt für die Marie. Bin immer in der Winterpause, nicht? Wenn kein Training war, wenn kein Match war. Bin ich mal hinein ins Präsidium zum Präse. Habe ich gesagt, Präse, mein schöner Puh, habe ich schon mal aus. Ne? Ja, Herr Polster, was kann ich für Sie tun? Habe ich gesagt, das werde ich gleich sagen. Mehr als was du glaubst. Habe ich gesagt, Präse, schau mal auf die Tabelle, wo wir sind und wo wir waren, als wie ich gekommen worden wurde. Also, er sagt, was? Er geht, na, was? Wenn es regnet, ist nass, merkst du nichts. Ich hab euch aufgeschossen. Ne? Das, in der Tabelle sind wir oben, ich habe die Kuh gemacht. Ne? Ja, hat er gesagt, Herr Polster, ja. So. Sie haben den Verein wirklich weitergebracht, hat er gesagt. Ne? Sag ich, na, jetzt muss er mal einen Raschler machen. Sagt er, na gut, ich zahle Ihnen nächstes Jahr um ein Drittel mehr. Ne? Sag ich, Presse, müsst mir sich gehen, ein Drittel mehr ist mir zu wenig, ich will ein Viertel mehr. Ne? Na, den hast du schon über den Tisch gezogen, ha? Ja, den hab ich gegeben. Herr Stoney, hast du das gelesen, was der Astronautowitsch bei der West Ham United hat, oder? Na, der kriegt 6 Millionen. Wo, 6 Millionen kriegt er? Ja, na, 5,8, das ist ein Wahnsinn, ne? Ja, jetzt allein macht er auch Geld nach dem anderen, ne? Na, trotzdem, das geht's ja. Was macht denn der mit seinem ganzen Geld? Das ist ein Wahnsinn, ne? Steht eh da drüben, am Buffet. Ja, dann geht schon, den fragen wir gleich einmal, nicht? Nein, sicherlich. Nein, ja, oft, der muss ja noch Halbzeit spielen. Interessiert mich denn seine Halbzeit. Marco! Geh, Laufschritt, komm her einmal da. Der Toni und ich wollen dir was fragen. Erst, ich will nichts fragen. Was? Erst, Marco, was habe ich gehört? 6 Millionen kriegst du bei der West Ham. Na, das gibt's. Sag mal, was machst du denn mit dem ganzen Geld? Hast du schon 17 Zinsäuser gekauft, 3 Pendler und 4 Lehm von der Kiewerer, was? Nein.
Nein, was, nicht schmäh ohne. Was machst du denn wirklich mit dem Geld, Marco? Ha? Sag einmal. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, ich habe Geld, aber ich brauche auch Geld. Also ich habe auch... Also ich habe hab mehr Geld als alle anderen, aber ich brauche auch viel mehr. Also ich habe... Ja, bei Bremen habe ich auch schon gut verdient. Habe ich... Alter, was ist mit denen eigentlich? Ja, na, so wichtig war es eh nicht. Passt schon ruhig. Na, bei dem fährt der Lift auch nicht bis ganz auf, gell? Wie war das eigentlich bei der Barcelona? Hat da auch schon so viel Geld, dass dort war da so viel, war da auch schon so viel Geld im Umlauf? Das brauche ich von euch zwar Ruhe im Zuzler, wie geht das? Ich habe schon bei Barcelona gespielt, da hat es zwar noch nockert mit der Trommel um den Grießbaum gerannt. Das war legendär. Das war, da haben sie mich geholt von Österreich für die Barcelona, weil ich war nicht das. Da habe ich gespielt um die Ehre, nicht um die Cash. Weißt du, was ich meine? Die Rotsbuben heute spielen alle ums Geld, da wollen sie alle das Geld spielt. Nicht? Aber am Vormittag beim Friseur, am Nachmittag beim Tätowierer, hör mal auf, erst, das ist doch lächerlich. Machen sie keine Gauigkeit. Nein, hast du recht. Aber du, was ich dich fragen würde, wegen einem Geld, wenn ein Fußballer eingesperrt wird, ist er dann im Strafraum? Was soll das? Wenn ein Hirte seine Schafe schlägt, ist er dann ein Mähdrescher? Also. Kann ich Ihnen nur einen Besuch im Ernst-Happel-Stadion empfehlen? Also der VIP-Club ist wirklich, der lässt keine Wünsche offen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Und ich habe mich so geärgert, wie wir die WM-Qualifikation nicht geschafft haben, weil ich finde, wir haben so ein tolles Spielermaterial, oder? Wir haben doch super, wir haben einen super Kader, Entschuldigung. Na wirklich, oder? Die spielen allen in internationalen Top-Ligen und trotzdem schaffen wir es nicht. Ich verstehe das nicht. Da muss man sich vielleicht auch mal Anleihen an anderen Ländern holen. Wie machen die das zum Beispiel, die Mexikaner? Na gut, die haben eine andere Vorbereitung gehabt. Da hat der Teamchef gesagt, er erlaubt Sex vor dem Spiel. Ja, warum nicht? Einmal anschauen. Warum? Gut, andererseits bei 11 Leuten muss immer einer zuschauen. Nicht? Also es ist... Hauptsache, sie kommen in den Strafraum. Also... ich bin ja freiwillig im Strafraum. Ich habe da Option gezogen. Ja, ich muss ja nicht fußballerisch, ich darf in den Strafraum kommen. Und zwar, bei mir hat das relativ harmlos begonnen. Wirklich, ich habe gekriegt im Postkastel ein hellblaues Kuvert aus dem Hause RSB. Ja, ja, ich mir zuerst auch gedacht, vielleicht der Gutschein von der Raiffeisen Sparkasse Boden oder der RSB Sommerkatalog. Na, und denk mir, was ist da drin? Reißt es auf, schon eine steht drin, letzte Mahnung. Ich habe mir gedacht, Gott sei Dank, ich glaube, das hört nie auf. Ne? Und ja, hab das aber gleich weggehauen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Strafzettel dezimieren sich rapide, wirklich. Was schon mehr wird, ist das Interesse der Exekutive an deiner Person an sich. Ne? Also wenn du ein paar Monate nicht einzahlst, nicht, dann suchen sie das persönliche Gespräch. Also, wenn Sie irgendwann einmal das Gefühl haben, keiner interessiert sich für mich, zahlen Sie mal ein halbes Jahr keine Strafen mehr. Die kommen sogar nach Hause, ich hab das gar nicht gewusst, das ist ein Bürgerservice, da brauchst du nicht einmal aus dem Haus gehen. Die kommen heim zu dir, ich war ganz überrascht, hat's bei mir daheim, hat's gleit. Hallo? Polizei. Bitte? Polizei. Aha. Nein, nicht daheim, machen Sie auf. Wieso? Machen Sie die Türe auf. Ja, um was geht's denn? Wir wollen reden. Wie viel seid's? Zu zweit. Dann red's miteinander. Zack. Ich denke mal, mir hat es gehen, wirklich. Ja. Naja, da sind sie dann humorlos, gell? Also da ist die Humorgrenze dann auch relativ rasch zu Ende. Und dann geht's schnell, ne? Dann geht's nämlich von der Anonymverfügung gleich einmal in die Strafverfügung. Und das ist nicht klar mit der Zöhner, da heute ein Holler. Ich habe Ihnen das Original heute sogar mit hergebracht. Schauen Sie mal her. Ja? Und zwar habe ich da Post bekommen vom LPD. Ja? Das LPD hat immer zuerst doch da schon als Los Angeles Police Department. Ne? LPD hat mir geschrieben, ne? Strafverfügung.
Sie haben am 22.07.2018 um 22.03 Uhr auf der A2 Höhe Kilometer 9,5 die durch Straßenverkehrszeichen in diesem Bereich kundgemachte zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h um 74 km/h überschritten. Ja. Ja. Super. Die Überschreitung wurde mit einem Messgerät festgestellt. Die in Betracht kommende Messtoleranz wurde bereits zu Ihren Gunsten abgezogen. Gut, das sind Sie eh lieb. Nicht? Da kannst du nicht einmal der Tanzer gleich ein bisschen was anziehen. Das ist irgendwie ganz, ganz lieb. Gut, man kennt vorher Fragen. Vielleicht wollte ich den Rabattsammler noch nicht einlösen. In der Section Control wurde es. Na fein. Sie haben folgende Rechtsvorschriften verletzt. Paragraph 52. Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende Strafe verhängt. Geldstrafe von 760 Euro. Falls diese uneinbringlich ist, was sie natürlich ist, eine Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag. Ja, Gruppeninspektor Gruber vom LPD hat mir das geschickt und ich habe mir gedacht, na, das ist einmal ein Rät, das nehme ich in Anspruch. Ja. Das ist super, ja, weil ich habe nicht gewusst, dass der Staat Österreich das überhaupt optional anbietet, dass du quasi im Gegenwert von 760 Euro, also nicht, dass du das zahlst, sondern dass du quasi also als Ersatz für eine Freiheitsstrafe einen Tag schlafen hingehst, um 67. Also das muss ein 5-Stern-Hitten sein, das dürften so... Ich meine, ja, ich weiß nicht, ich kenne Ihre Urlaubsgewohnheiten nicht, aber um 67 habe ich noch nie eine Nacht irgendwo geschlafen. Also das muss ein, ich weiß nicht, warum es da einen Adler hit und einen Kern 5 Stern hin, ich meine, LPD, das muss so, in Wahrheit ist nichts anderes wie ein Voucher. Ne? Also das, gehst rein ins LPD, sagst Grüße, das habe ich gekriegt, ich würde mir gerne mal das Zimmer anschauen. Ne? Wie schauen wir aus, ein bisschen Wellness, was ist das Menü heute nicht? Und so, das... Na sicher, aber ich gehe zu meiner Frau gesagt, sage ich, Herzi, schau her, da kannst du einen Mädelsabend machen, da schlafe ich nicht zu Hause. Ja. Na, die war fertig. Was? Na, das meinst du aber nicht ernst, hoffentlich, oder? Das kannst du doch nicht machen, bitte hast du gelesen, was da steht? Das geht doch nicht. Habe ich gesagt, Elke, wenn ich immer auf die Leute gehorcht hätte, die mir erklärt haben, wo es alles nicht geht, da würde ich heute noch mit meinem Dreiradl auf der Rutsche stehen und oben schauen. Was geht nicht? Geht nicht, gibt's nicht. Ja? Wissen Sie, was Menschen am Sterbebett am allermeisten bereuen? Die Dinge, die sie in ihrem Leben nicht gemacht haben. Und ich habe gesagt, ich will über nichts bereuen, das gehört alles einmal gemacht. Und da habe ich gleich umgeschalten, jetzt ist einmal aus mit dem duckmäuserischen, systemkonformen Ja-Sager, der Angepasste, der Brave, nix, jetzt fahren wir mal aus aus der Spur. Ja? Jetzt ist einmal Rotzpippen forever, habe ich gesagt, das neue Motto. Ja? In mir hat sich gleich der Rebell gemeldet, der kleine Che Guevara, der Revoluzzer, ich bin gleich auf. Habe ich gesagt, na aus, jetzt wird es schon. Und dann habe ich gleich angefangen, Sachen zu machen, die man normalerweise nicht macht. Aber da waren wir einfach danach. Nicht? Normalerweise bin man doch immer ein bisschen, nicht, nein, das kann man nicht und man will keine Schwierigkeiten. Mir war es wurscht. Ich habe gleich mal meinen Stromanbieter gewechselt. Ja? Ich habe auf gut Eiderpichl ein Fliegen geschlagen. Super. Und wie Sie, da ist mir auch bewusst geworden, in diesem Leben als Rebell, warum ich mir Pretty Woman immer lieber von hinten nach vorne angeschaut habe. Weil mir das immer ein bisschen besser gefallen hat, wenn sich ein glückliches Pärchen entscheiden lässt und sie geht noch am Strich. Ne? Also das ist... Und mir ist vollkommen bewusst, das ist jetzt natürlich nicht jedermanns Sache. Also diese entfesselte Lebensart, das muss man natürlich auch durchziehen können. Das ist vielleicht nur mein Lebensmodell. Vielleicht ist es gar nicht so für sie geeignet. Nicht? Aber mir liegt das Rebellische so im Blut. Klar, man macht dann Sachen, wo man sich denkt, macht man das wirklich? Ist das gescheit? Aber das sind so für mich so private Entertainment-Tools, wo ich mich gern selber ein bisschen aus der Tristesse des Alltags selber rausziehe und halt einfach Sachen mache. Aber das sind natürlich schon Sachen, die sind grenzwertig. Also das sind teilweise keine Fettnäpfchen, das sind Grammelschmalzkübeln. Nicht, also das würde Ihnen wahrscheinlich auch nicht in den Sinn kommen, glaube ich, dass Sie, glaube nicht, dass jemand erinnern, da irgendwann einmal auf die Idee kam, dass er einen Blumenstrauß beim Begräbnis nicht ins Grab hat, sondern hintere, nicht, und zu dem, der ihn gefangen hat, sagen, na, der Nächste, nicht, also das ist grenzwertig, nicht, das, da lachen dann auch nicht mehr alle, nicht, das ist... Ich weiß, neulich war ich im Krankenhaus, im SMZ Ost, habe einen lieben Freund besucht, nicht? Der hat sich das Kreuzbandel gerissen, nichts Arges, wurde operiert, aber doch besuchst du ihn, hat er Freiheit, nicht? Und ich gehe rein in dieses Krankenhaus, habe den energetischen Ring durchbrochen. Und dann stehe ich da drin in dem Bozenspital, ich denke mir, wo ist der? Nicht? Und dann bin ich vorbeigekommen bei einem Zimmer, da ist oben gestanden Aufwachraum. Und da bin ich dann reingegangen, habe einen Kalender von 2028 gehängt, bin wieder rausgegangen.
Da muss ich gar nicht dabei sein. Wissen Sie, das ist... Da reicht mir ein bisschen das Wissen, wie es sein könnte. Ne? Gut. Man macht sich nicht nur Freund, muss man auch sagen. Also es ist... Ja, es haben sie schon wirklich, mein Freundeskreis hat sich schon dezimiert. Also die haben schon, ein paar Leute haben gesagt, mit dem Trottel wollen wir nichts mehr zu tun haben. Man vereinsamt auch ein Stück weit. Wirklich, ja, ja. Ich habe mich schon selber dabei ertappt, dass ich mit einer Schüssel Nudelsalat allein auf der Straße auf und an gehe. Nur, dass die Leute, die vorbeifahren und mich sehen, glauben, ich habe Freunde, die mich zu einer Party eingeladen haben. Das ist ein Irrsinn, das ist... Dabei bin ich gar nicht gern bei Partys eingeladen, überhaupt nicht. Ich bin lieber daheim, ich wohne wahnsinnig gern. Auch von der Kosten-Nutzen-Relation. Wissen Sie, ich zahle es auch. Warum soll ich vortrennen? Das wohne ich. Da wohne ich. Ich miete, nur da wohne ich. Nicht das. Da bin ich oft daheim und gehe stundenlang am Parkett auf und an. Nur, dass ich es auch wohne. Dass ich... Was machst du denn da? Lass mich wohnen. Meine Frau kann das nicht. Die kann das nicht. Die versteht das nicht. Das, die muss immer fortgehen. Die hat so eine kleine neue, so eine kleine Eventagentur. Und da muss da auch irgendwie Leute treffen. Herzi, wir sollten wieder mal ausgehen. Wovon? Ich tue es gerne intellektuell ein bisschen fordern. Morgen gehen wir zu den Lions, gut? Und ich denke mir, geil, ein Eishockey-Match. Nein, es war dann so eine Charity-Vernissage mit Benefiz-Auktion, wo man so Bilder aufstrebender Künstler ersteigern konnte zugunsten unterprivilegierter ukrainischer Zwergeichhörnchen. Also wirklich eine traumhafte Veranstaltung. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin nicht geschaffen für das. Wissen Sie, ich hasse diese gesellschaftlichen Zwangsverpflichtungen, das kann ich nicht. Das sind so kommunikative Nulllinien. Ja? Das ist so eine Smalltalk-Partie. Da komme ich runter, da kriege ich Plack, das halte ich nicht aus. Alle da stehen jetzt alle da, die spielen sie alle wahnsinnig. Ja? Keine Ahnung von den Bühlen, aber alle wahnsinnig super, alle locker, alle leiwand, alle super und haben alle Instagram und Snapchat und sind super drauf. Nicht? Und sind aber, das sind so Fake-Personen, die gibt es gar nicht. Ja, die haben alle so ein gefiltertes Profilbild, was so bearbeitet ist, was ganz glatt ist. Und dann lachen sie aus von dem Snapchat-Foto. Und wenn du in der Natur siehst, denkst du, das ist ja nicht der. Dann nutzt er der Bossanzug nichts, wenn du da machst wie Hugo. Da steht er dann da. Das ist ganz schlecht. Und ich parke mich dann immer irgendwo in so eine neutrale Position ein und versuche, nicht präsent zu sein. Da nehme ich so eine ganz transparente Haltung an und schaue möglichst deppert und wirklich nur, dass ich beobachte das Volk, das taugt mir total, ich schaue mir so gerne Leute an. Das ist so toll, wenn sie alle da stehen nicht? Und das mit ihren Sektflötchen und mit dem Fingerfood nicht? Und alles ist locker und alles ist super. Und das ist ja wirklich eine tolle Veranstaltungslocation. Ja? Das ist wirklich top ausgewählt, ja? Ganz wertig dekoriert. Das wird dann so in magentafarbenes, dezentral beleuchtetes Licht getaucht mit so Bodenspots. Im Hintergrund leise, chillige Klaviermusik, ein bisschen loungig, ein bisschen relaxig. Das Catering-Personal schwebt lautlos durch den Raum und kredenzt auf Silbertablos Sekt Orange oder Erdbeerbowle. Könnt ihr ein kleines Bier haben, bitte? Müsste ich fragen, aber ich glaube, wir wollen es vielleicht ein Sekt Orange. Nein, sicher nicht. Geben Sie mir Erdbeerbowle, weil Entschuldige, wenn du das mal Sekt Orange trinkst, hast du mein Leben eh schon angeschlossen. Diese Erdbeerbowle, ja, ich meine, ich will es ja nicht schlecht reden. Das ist ja sicher ein sehr nettes, bekömmliches Getränk. Es ist nur wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil eine Bowle kein Problem. Zwei, drei, vier, nach der fünften fortert es ein. Und auf einmal denkst du, was ist los? Und in diesem Stadium befindlich bin ich gestanden und habe gemerkt, dass sich ganz knapp neben mir ein Grüppchen Lions aus Deutschland eingefunden hat, die sich gerade über die Zubereitungsmethodik veganer Smoothies unterhalten hat. Und ich habe mir noch zwei, drei Erdbeerbowlen genehmigt, weil ich mir gedacht habe, das hole ich mir eine Zeit lang. Und so nach der siebten oder achten Erdbeerbowle habe ich gemerkt, in mir steigt nicht nur rapide der Alkoholspiegel, sondern vor allen Dingen der Wunsch, aktiv an diesem Gespräch teilzunehmen. Und mache einen beherzten Schritt in dieses Grüppchen hinein. Grüß euch! Ja, schönen guten Abend, was können wir für Sie tun? Nix, alles in Ordnung.
Ich wollte nur fragen, haben Sie sich gerade über vegane Schmuses unterhalten? Ja, das war gerade Thema. Na wunderbar. Soll ich mal das Rezept von meinem Lieblingsschmuse sagen? Also, ich kann jetzt nicht für meine Kollegen hier sprechen, aber bitte schießen Sie mal los. Ja, also du musst einmal haben einen Shaker, ne? Shaker. Oder in den Shaker, das ist eine 100 Milliliter Kokosmilch. Dann kommen eine, zwei oder drei Marillen. Rillen. Und eine Hand von Erdbeeren. Aber geschöde, ja. Na, das klingt ja richtig lecker. Ja, lecker, aber es ist damit lecker. Und wenn es drin ist, dann muss man Obacht geben. Weil jetzt kommt nämlich das aller. Na, locker bleiben, war Spaß. Das Allerwichtigste beim Schmusi-Shaken ist nämlich, dass der Schmusi merkt, du willst ihm wirklich shaken, du musst ihm, der muss dich spüren. Verzeihen Sie, es ist mir ein bisschen durchgaloppiert. Und wenn der Schmusi gut gescheckt ist, ja, dann nehme ich ihm, schiebe ihm in die Oberst und hol mir Bier. Also der ideale Zeitpunkt, die Veranstaltung zu räumen. Wollte das auch meiner lieben Frau sagen, dass gescheit war, wenn wir jetzt heimgegangen und denken wir, wo ist der? Und hab sie dann relativ knapp bei mir in einem sehr angeregten Smalltalk mit einer Gruppe Herren gesehen, Geschäftspartner und angehende Kunden, wie sich später herausstellen sollte. Und ich habe gedacht, ich gehe um und sage, fahren wir bitte heim. Also umgegangen bin ich natürlich nicht. Das war so eine unkontrollierte Art der Fortbewegung ohne Ankunftsgarantie. Und im Wissen, dass das mit dem Gehen immer geht, habe ich gedacht, ich kaschiere es mit einem Tanz. Vielleicht fällt es nicht gar so auf. Ne? Entschuldigung, Hase, nach Hause. Hallo Herzi, da bist. Ich hab dich eh schon überall gesucht. Wo warst du? Na fein. Du, da sind heute so gute Leute da. Vielleicht mag dich da mal wer buchen. Buchen? Sollst du suchen? Die Eichen. Sag einmal, hast du was getrunken? Ja, mal denken, bitte. Ja. Mir wäre schon wichtig, dass du dich da ein bisschen zusammennimmst. Ja? Weil das ist ein Abend, wo ich monatelang hingearbeitet habe. Ja? Und ich möchte auch gerne ein bisschen networken. Lieber ins Bett walken, muss ich. Nein. Seit Monaten habe ich dir gesagt, du gehst mir daher mit und die Leute sind teilweise wegen dir da. Ja? Und ich würde dich da gerne ein paar Herrschaften vorstellen. Vorstellen? Nee, du kannst dir nicht vorstellen. Oh ja! Und jetzt reiß dich gefälligst zusammen. So, jetzt gehst her da. So, das ist mein HNO. Der Hanno ist es, der Hanno. Nicht der Hanno Herst. Das ist der Philipp, mein Chef. Der Philipp-Chef ist das? Der Philipp-Chef und der Hanno, der Philipp. Und wer ist das mit dem Vollbart auf, der Chef, ne? Also. Und der Blade mit dem weißen Hemd ist der Küchenchef. Der Küchenchef und der Philipp-Chef und der Hafer-Chef. Sag mal, bist du komplett erledigt? Du blamierst mich da bis auf die Knochen, das ist ja peinlich.
Jesus, na, da kommt der Rüdiger, der ist von den Grünen. Von den Grünen? Rüdiger, hey! Aber warte mal, ich bin auch von den Grünen. Komm her, Rüdiger, wir sind die Grünen von der West. Wir feiern jedes Mal ein Fußballfest. Wir machen Stimmung von überall hin. Wir sind die Fans von Rapid Wien. Alle, 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 alle. Du kommst her. Du kommst her. Wir gehen jetzt heim. Jetzt gehen wir nicht heim. Jetzt geht der Teich über. Stimmung! Viele Chef, hörst. Was ist, du Stiere, los? Müssen wir mal ein paar Trangeln holen? Ha? Da drüben kann man sich die Bohlen holen. Oder hast du eine Bohlenallergie? Oder eine Bohlenallergie? Keine drei Minuten danach sind wir schon im Auto am Weg nach Hause gesessen. Also gesessen, ich bin mehr so am Beifahrersitz in der Liegeposition gewesen, Augen zu, Mund offen. Am Fahrersitz ein 1,75 Meter großer, dunkelhaariger, schweigender Vorwurf. Und ich vermute jetzt einmal, dass dieses leichte Ausrutscherl gegen Ende der Vernissage meinerseits natürlich schon ein bisschen ein Mitgrund dafür war, dass meine Frau am nächsten Vormittag mit Nachdruck das Gespräch gesucht hat. Na? Magst du mir nichts sagen? Ich werde einmal was sagen. Du gehst jetzt einmal zum Arzt, mein lieber Freund, weil du hast einen Gläscher. Du lässt dich anschauen, der soll dir sagen, was du hast. Sag ich, gut, gehen wir zum Arzt, was soll sein? Nicht? Obschon ich dazu sagen muss, dass mich dieser bevorstehende Arztbesuch natürlich mit einem gewissen Maß an Skepsis erfüllt hat, weil ich mich wirklich ganz genau erinnern konnte, dass er mir beim letzten Arztbesuch hat, hat er mir nicht zwingend den Eindruck vermittelt, dass er weiß, von was er redet. Der Herr Doktor. Ne? Da bin ich nämlich reingekommen, da habe ich so einen Ausschlag gehabt, da. Das hat voll gejuckt. Ich sage, okay, bitte, schauen Sie mal, was habe ich denn da, das juckt voll. Schau her einmal. Was hat der da? Na, ich weiß nicht. Haben Sie ein Haustier? Ja, sicher wie ein Haustier, da glauben Sie gerade beim Fenster rein. Na, wir kommen rein beim Herrn Doktor. Grüße, Frau Christian, grüße. Bitte, kommen Sie weiter, was darf ich für Sie tun? Ja, grüß Gott, Herr Doktor. So, du wartest einmal bitte, ja? Herr Doktor, ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Der trat mir völlig durch. Na, Frau Christian, so schlimm wird es nicht sein. Nehmen Sie einmal Platz, werden wir uns den Garten einmal anschauen. Nicht, wenn wir uns den Garten einmal anschauen. Na, was hat er glaubt, was er sieht? Ich bin nicht zum Anschauen, durch so einen Vollbrezen am Vollabend. Das sieht man ja. Er ist schon reingekommen in die Erde wie der Walking Dead. Rote Augen, Ausdünstung wie drei nasse Schäferhund. Na ja. Na servus. Frau Christian, Ihr Mann gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht, aber die Kleine hängt so an ihm. Dann hat sie mich heimtückischerweise hat sie mich angemeldet zum Heiltöpfern Teil 1. Heiltöpfern. Der Töpfermeister, der Seminarleiter, ein Schlagler zum Quadrat. Ja. Wahnsinn, der hätte selber ein Seminar gebraucht. Heute macht man eine Vase. Ja, und die Vase, die kriegt auch einen Namen, damit man einen Bezug zum Werkstück aufbauen. Und tun wir töpfern, na, die haben sich eingestrahlt. Die haben töpfert, sind gesessen den ganzen Tag. Die haben
mit den Gatschhänzern gesessen haben, töpfert. Ich war fertig. Wissen Sie, was die für tolle Vasen zusammengebracht haben? Ich hab's nicht gepackt. Da ist auf einmal gestanden die Kiribati, die Serengeti, die Toskana. Mein Vasen hat geheißen Wolfgang. Das war mehr so eine Schüssel. Das war... Mir ist nichts anderes eingefallen, was soll ich machen? Dann haben wir gleich gestritten, der Töpfermeister und ich. Nicht? War eine kleine Diskussion im Gange. Nicht? Ich bitte Sie, das ist ja keine Vase, das ist eine Schüssel. Sage ich, in meiner Welt ist es aber eine Vase. Nein, ich kann das beurteilen. Sage ich, darf ich es beurteilen? Darf ich meine Kreativität ausleben, wie ich möchte? Das ist eine Schüssel, das ist eine Vase. Schüssel, Vasen, das ist aber auch hinter... Dann hat er mich rausgehauen. Ja, ich musste den Kurs verlassen. Hat er mich... Gut, vielleicht habe ich mich auch ein bisschen im Ton vergriffen. Ich weiß, das dauert ein bisschen. Das ist. Ich hab's beim Schreiben auch nicht gleich verstanden. Nein, das war eh okay. Nicht? Aber meine Frau war ein bisschen angefressen, die hat den Kurs brennt. Nicht? Und dann hat es natürlich daheim hat's gleich aufgelegt, die Yoga-Platte. Herzi, probier's halt einmal. Das tät doch so gut. Magst du das nicht? Ich sage, bitte, Elke, ich will nicht. Ich mag es nicht, es interessiert mich nicht. Ich verstehe das. Sie hat eine. Wirklich eine Leidenschaft fürs Yoga entdeckt. Seit 8 Jahren macht die Yoga, aber Pussyfein. Also die kann Figuren, das denkt man, das gibt's ja nicht. Ja? Jeden Tag in der Früh auf der grünen Gummimatte, da grüßt sie so abwärtsgerichtete Sonnenhunde, macht irgendwelche Grüße, ja, und steht da wie ein Brucken und auf einmal denkt man, was ist denn das? Das ist meine Frau, Wahnsinn, ganz angewinkelt ist da und zeigt mir auch immer ihre neuen Figuren. Das ist ein Baum, schau, das ist der Baum. Ja, super, wenn ich einen Baum mache, schifft mir nicht einmal der Hund vom Nachbarn an. Nicht? Also es ist mir auch wurscht, ja, aber sag ich, mach du deins, ich mach meins. Ja. Nein, wir machen eh so wenig gemeinsam. Wir müssen mehr gemeinsam. Fast halt damit. Ich fahre immer, also einmal im Quartal macht sie so ein Yoga, so ein Esoterik-Wochenende. Nicht? So ein ganz so erleuchtetes Selbstfindungswochenende. Da fahrt sie immer zur Helene. Die Helene, die hat so einen Kraftort. Und die Helene, die ist ganz glücklich und die strahlt auch so von innen nach außen und die tut alles ausbändeln, die Helene. Tut alles. Wirklich, die steht, die kriegt so eine Pendlerpauschale, was von Neustadt am Semmering fährt. Die verbringt jeden Tag eine Stunde vom Kosten, weil sie ausbändelt, in welchem Partykladl die beste Energie drin ist. Tut alles ausbändeln, ja. Und meine Frau fährt dann immer, fast halt einmal mit, Herz, das wird dir gefallen. Ja, sage ich, gut, fahren wir mit, nicht, was hilft es nicht, schaut es nicht. Ne, fahren wir rauf, nicht, das hat schon ganz schlecht begonnen, das Esoterik-Wochenende. Wir haben gleich einmal gestritten, wie ich mich eingepackt habe bei der Helene. Sag einmal, kannst du einmal packen, wie normale Menschen packen? Geht das oder ist das zu viel verlangt? Wir packen normale Menschen. Na, vielleicht nicht im Gemüsegarten von anderen Leuten. Na, fahrst jetzt bitte raus da, bevor es aus Sicht. Wenn es eine gute Esoterikerin ist, hat sie es gespürt. Ich bitte dich, fahr raus. Ja, ich fahr eh raus. Klack, klack, ein in drei. Jetzt müssen Sie aber wissen, das ist eine wichtige Information. Wir sind dort angereist zu diesem Esoterikwochenende mit einem Dodge Ram. Ja? Das ist so... So ein Pickup, so ein Geländewagen, meiner ist nicht ganz original, der hat ein bisschen so ein Geländevorwerk, nicht, mit so großen Schlammrädern drauf, ein bisschen höher gesetzt, dieser schwarz matt foliert, schwarze Scheiben, nicht, und hinten auf der Scheibe, wo ich oben stehe, jage nicht, was du nicht töten kannst. Ein Raumschutz habe ich vorn drauf und so eine Lichtergalerie am Dachl oben und so Sidepipes verchromt, aber die echten, nicht die Probierspatzel vom Forstinger, die kleinen, nicht, sondern... Die Richten, die kriegst du nur in Amerika. Die sind in Europa nicht zugelassen, weil nicht EU-konform. In Amerika haben sie mir geschickt, das sind richtige Real. Da musst du schon ein Gitter drauf tun, dass da die Sandler nicht reinkriegen. Also das ist... Und ist natürlich in Zeiten von Political Correctness ein sehr sozial unverträgliches Fahrzeug. Vor allem für Menschen wie die Helene, nicht? Die mit so einem kleinen, glücklich laktosefrei lackierten Hybrid-Plug-in klein, Elektro, Spooky-Wooky vorzum. Und wenn du mit dem Ram hinkommst, das ist ein bisschen wie wenn du in einem katholischen Gottesdienst ein Kondom aufblasen tätst.
Nur, jetzt hat sich der Ram im Zuge der Diskutiererei von Asse für Asse, hat sich der Ram gedacht, na, da bleiben wir und hat einmal in dem Gemüsegarten Sitz gemacht. Ja? Nur wenn 2,8 Tonnen einmal Sitz machen, sitzen die. Also man kann schon versuchen, das Fahrzeug rauszumanövrieren, aber nicht gleich. Also diese feuchte Erde des Gemüsegartens ist nicht der ideale Untergrund für so ein Gerät. Nicht? Das muss man natürlich auch bei 401 PS das Gaspedal wohl dosieren. Und ich war vielleicht, das hat alles nicht zusammengepasst. Ich war natürlich auch emotional ein bisschen in einer aufgewühlten Stimmung. Ich war ein bisschen aufgekratzt und habe das Gaspedal vielleicht ein Hauchel, vielleicht habe ich zu viel und die Rallen. Den Rädern mache ich keinen Vorwurf. Ja? Also, die kennen am wenigsten dafür, weil die haben nur das gemacht, wofür sie eigentlich geboren wurden, nämlich sich im Kreise zu drehen, allerdings ohne Fortkommen. Jetzt hat sich der Ram in den Gemüsegarten. Hör auf, Herrst! Da hat es ausgeschaut, hinten. Da hat es ausgespritzt hinten, ihr habt das gesehen? Schlamm, Gatsch, Zucchini, Melanzani. Zwiefeln, wirklich, die Helene hat in 5 Minuten ein Ratatouille auf der Fassade bieten gehabt. Das ist natürlich aufgrund des V8-Klangs, ist gleich ausgegrenzt, kommen mit den einer Waldviertler mit dem Batik-Pyjama, nicht? Jösses Marant Josef, was macht denn der? Frau Helene, locker bleiben, ich will einen Pool ausgeräumt, brauchst nur betonieren, gell? Und wir sind schon wieder heimgefahren, ne? Na, da war dann noch eine schlechtere Stimmung wie nach der Vernissage. Wissen Sie, was da los war zu Hause? Wie ich gesagt habe, ich mache das, ich nehme das in Anspruch, dieses staatliche Angebot. Na, die hat das nicht verstanden. Das, sag einmal, spinnst denn du? Ja, spinnst denn du? Du gehst ins Gefängnis? Na, ich glaube bei dir, na, du hast dann, na, sag einmal, na, das kannst du doch gar nicht erlauben, du stehst in der Öffentlichkeit, bitte, ja? Ich meine, nicht böse sein, die Leute reißen sich doch die Pappen. Und? Elke, Leute, die hinter meinem Rücken schlecht über mich reden, die sind gleich in der idealen Position, dass sie mir im Arsch lecken. Aber jetzt einmal ganz ehrlich, in Wahrheit dürfte ja die Gefangenschaft niemandem wirklich was ausmachen. Nicht? Wir sind ja alle irgendwo ein bisschen verhaftet. Jeder ist ja irgendwie verhaftet. Der eine in der Ehe, der andere im Job, in der Beziehung. Man ist ja ein bisschen verhaftet, ist man immer. Das ist ja, man kann ja nicht so, wie man gern wollte, dass man das, dass man sagt, dass man, wenn es nicht mehr ist, dass du sagst, ist es nicht. Dass man, nicht? Das ist ja, ganz genau genommen beginnt ja der Zyklus des Lebens in einer Zelle. Nicht? Wenn man da jetzt wirklich, nicht? Fangt ihr ja in einer Zelle, haben wir ja alle angefangen in einer Zelle. Ne? Also das ist ja, und ich habe gleich mal gekriegt, 9 Monate unbedingt. Über, ja, 9 Monate. Aber ich habe geschaut, dass ich rauskomme, weil das war, nein, die Gefängnisse, die Verpflegung war nicht meins. Das Essen da drin, das war Salzgurken-Schokolade. 1 Liter Eis pro Woche. Wissen Sie, wie es da frisch wird unten? 1 Liter. Ne? Ich habe nichts angehabt. Ne? Also ich habe. Ich habe gedacht, nein, ich muss aussehen. Nicht? Und hab gleich im Mutterleib, da war schon die Rotzpippen-DNA ein bisschen vorgegeben. Da waren schon kleine Vergeltungsschläge, habe ich gestartet. Ja, ich habe ihnen nämlich nie gesagt, was ich wirklich bin. Immer wenn die Mama zur Vorsorgeuntersuchung gegangen ist, zum Gynäkologen, da habe ich auch ein bisschen ein gestörtes Verhältnis zu der Berufsgruppe. Nein, die Gynäkologen, da weiß ich nicht. Das ist irgendwie, die suchen Probleme, wo andere ihr Klick finden. Da, jedenfalls habe ich immer gelauscht von drinnen, habe ich einer zugehört, was da gesprochen wird. Die Mama ist immer gegangen. Und Herr Doktor, sieht man schon was? Und da ist er mit dem Ultraschall über den Bauch gefahren. Hat er gesagt, naja, das wird ein Buberl. Und ich habe gehört Buberl und habe Spatzel gleich zugehalten, drinnen. Nein, Moment, da nicht. Wird ein Mädel. Habe ich gehört Mädel, habe ich es hergezeigt. Nein, warte, jetzt habe ich es. Ein Buberl. Habe ich es wieder zugehalten. Nein, Mädel, Buberl, Mädel. Die habe ich auf Sears gehabt. Die habe ich monatelang, die habe ich angeprüft. Mein Papa steht ja wegen der Aktion heute noch im Guinness Buch der Rekorde. Es gibt keinen Menschen auf dem Planeten, der öfter ein Zimmer ausgemalt hat wie er. Ne? Monatelang. Rosa, hellblau. Rosa, hellblau. Ja. Oder wie ich dann auf die Welt gekommen bin, da war das Zimmer gerade rosa. Ja.
Ja, ich bin ein bisschen zu früh gekommen. Damals schon. Und dem Papa war es dann auch schon zu blöd. Er hat gesagt, nein, jetzt mal ich dann nicht mehr aus. Das bleibt rosa. Dann heißt er halt Alexa, ist mir wurscht. Und da habe ich mich geärgert. Und da habe ich dann zu Fleiß, habe ich so lange im rosanen Zimmer mit Barbiepuppen gespielt und Rockerlautsong und Lippenstift und so, bis der Papa ins Bauhaus gefahren ist um eine blaue Farbe. Da habe ich dann aber schon das Moped gehabt. Ne? Und ich war permanent verletzt. Ich habe alle Gipser vom Landeskrankenhaus Mödling, habe ich meinen Vornamen kennt. Ich bin monatelang mit den weißen Asteln umgerannt, weil dauernd wirklich wie der Robocop bin ich dahergekommen. Ich bin aufgeräumt, oben geflogen. Dauernd war irgendwas hin. Ne? Das ist heute undenkbar. Wir haben nichts gehabt, muss ich auch sagen. Wir haben nichts gehabt. Es gab kein WhatsApp, kein Snapchat, kein Instagram. Mein WhatsApp hat geheißen Wald. Wald. Und da war ich 10 Stunden jeden Tag. Da hat die Mama in den großen Ferien die Tür um 8 in der Früh aufgemacht und gesagt, wenn es finster ist, bist du daheim. Gehen wir jetzt schon. Außer in die Luft. Die hat sich Sorgen gemacht, wenn ich zu früh heimgekommen bin. Ja. Und wir waren tagelang in dem Wald. Wir haben Lager gebaut, Lianen geraucht, Sprungschanzen, den Grubermartin am Matterpfahl tagelang stehen lassen. Ja. Den haben sie nicht gesucht. Der war nicht beliebt daheim. Den haben sie... Da hat die Gendarmerie angeleitet. Der Martin Gruber, sag ich, da hinten steht er eh. Danke. Ja. Das war eine tolle Zeit, ne? Das war herrlich, ne? Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Wissen Sie, wo mir das aufgefallen ist, dass Kinder heute komplett anders aufwachsen als wir? Beim Skiurlaub, bei unserem letzten Skiurlaub, da haben wir gedacht, das gibt es doch nicht, wie das alles sich verändert. Da werden kleine Kinder, 5-jährige Buben, im Kinderschulskikurs mit Gore-Tex-Overalls ausgestattet, mit einer Funktionsunterwäsche. Hallo? Ich habe nicht einmal gewusst, dass es so Unterwäsche ohne Funktion gibt. Was kann die? Nein, der Gore-Tex-Overall, dass er atmungsaktiv ist. Atmung. Wissen Sie, was ich angehabt habe im 78er Jahr? Am Plastikfetzen. Da war nichts atmungsaktiv. Wenn du um 8 in der Früh einen Schaß einlassen hast, ja, und du hast da den Overall um 4 am Nachmittag wieder ausgezogen, dann ist da der völlig intakt entgegengekommen. Der war... Der war den ganzen Tag da drin. Der hat gewartet. Und im Sommer ist das Gleiche. Im Sommer, ich weiß nicht, haben Sie ein bisschen Gelegenheit gehabt, im Sommer mal auf einen städtischen Spielplatz zu schauen, was da, das, Wahnsinn, das ist ein Soziotop des Irrsinns. Ich schwöre es Ihnen, wenn Sie da ein kleines Kind ein bisschen Sand in den Mund steckt, da haut es der fürsorglichen Mama vor Schreck die Prosecco-Dosen aus der Hand. Wir haben die Sandkisten leer gefressen. Die Mama hat mich schon in die Schodergrum geführt, dass ich länger brauche. Weil sie der Rollschotter schwerer geschluckt hat als der feinkörnige Sand. Das war wurscht. Das war ein Traum. Am liebsten war ich in Jesolo. Das war das Schönste. 2 Wochen Jesolo, ersten 2 Juliwochen. Da war Sound ohne Ende. Zum Frühstück hat es immer gegeben ein Nutella-Stritzel. Zum Nachtmahl hat es gegeben Spaghetti oder Pizza. Aber untertags Sand ohne Ende. Ich habe Sandburgen in mich reingestopft. Das war... völlig ohne Aufsicht. Und es war wurscht, weil du hast das wieder ausgekackt. Ne? Du hast ja, naja klar, warum? Weil wir natürlich als Begleitung dazu kübelweise Adria-Wasser getrunken haben, aus dem Meer rausgeschafft. Na, und so ein Kiwi Meerwasser, der rammt die schon aus. Auch, ne? Also das war, da waren die Darmzoden gleich Sand gestreut auch. Also dieser, ja, so, na klar, das war wichtig, dass du einen leeren Darm gehabt hast für die anschließend folgende Koloskopie. Ja, naja, klar, es gab ja Koloskopien am Strand. Sie müssen sich vorstellen, es gab ja keine. Nicht heute kannst du ein Kind ruhig stehen im Urlaub, wenn es die busseriert, mit so fad, dann druckst du ihm ein iPhone in die Hand oder ein Tablet und spielst 2 Wochen. Nicht? Aber damals, nicht, der Papa, ja, dann spielt es halt was. Nicht? Wir waren immer so eine Schar an Buben, nicht? Da waren viele Familien im Konglomerat, waren immer mit und wir waren immer Buben. Da musste unsere Fantasie musste uns leiten, dass wir irgendwas spielen. Und wir haben sich gedacht, okay, gut, spielen wir was, wir sind Gastroenterologen. Und haben halt eine interne aufgebaut am Strand, nicht? So eine Abteilung, also ein paar Liegestühle haben wir interne gebaut und haben sie gedacht, der Gruber Martin kommt in die Orde mit einem Reizdarm. Ja? Haben wir sie gedacht, nicht? Der Martin, wir brauchen einen Patienten, und der war gleich, nein, wieso ich, bitte, wieso? Ich will auch Doktor sein, sage ich, Martin, wir haben das Ärzteteam, es steht, wir brauchen einen Reizdarm-Patienten, ja. Nein, ich nicht, nein, ich,
Ich aber nicht, sicher nie. Sag ich, Martin, du kannst das aussuchen. Ausgreifen oder Reizdarm, was da lieber ist. Ne? Ja, und dann hat er kurz nachgedacht, hat sich gedacht, naja, da zwickt es ihm schon, ne, dass er da oder ein bisschen Schmerzen hat. Sag ich, passt. Na gut, was hätte er machen sollen? Wir waren 3 Fachärzte, war Kassenpatient. Na, und 2 Kollegen haben ihm gehalten auf der Pritschen. Und ich war diensthabender Oberarzt. Ne, also ich hab die Koloskopie durchgeführt. Da haben wir so Strohhalme ineinander gesteckt, ne, bis wir so einen Schlauch gehabt haben, haben wir Strohhalme ineinander. Und das habe ich einmal reingefadelt hinten in den Auspuff. Ne, und da habe ich dann mit so einer Taschenlampe vom Weltsporttag gekriegt, da habe ich hinter reingeleicht. Na, sage ich, passt, Herr Gruber, ne, Polypen sind in Ordnung, sind gutartig, kein Problem. Ne, die waren auch gutartig, der Bub war gesund, keine Frage. Ne, die Frau Gruber war bösartig, muss ich sagen. Also die Mama von ihm, die hat das nicht so lustig gefunden wie wir. Ne, sie hat ihm Schreien angehört, muss man sagen. Ne, das war, wir haben ihn nicht richtig sediert. Wollten wir eh, nicht nur wie wir geschaut haben, wo der Anästhesist ist, haben wir geschaut, da steht gerade auf der Rutschen, geh, machen wir es gleich so. Nicht? Aber, nicht, das kannst du heute auch nicht mehr bringen, die Nummer, keine Frage. Nicht? Aber damals war das eigentlich, ja, eine Koloskopie. Nicht? Also es war, da haben wir schon Schimpf angekriegt, nicht von den Eltern. Das war dann, nicht, haben wir am Abend Strafe bekommen, haben wir kein Eis gekriegt. Nicht? Der Martin sowieso nicht, der hat Fieber gekriegt. Ich halte ja ein bisschen die Familientradition hoch, ich fahre nach wie vor nach Jesolo mit meiner Familie. Nicht? Ich war kein Navi, das sitzt am Beifahrersitz, die Mama, sicher. Also nicht meine Mutter, sondern meine Frau, aber man ist ärgern will, sage ich Mama. Das ist natürlich die Höchststrafe in einer Ehe, keine Frage. Also wenn du zur eigenen Frau in einer Ehe mal Mama sagst, da bist du beim Sektor auch schon lang vorbei, glaube ich. Also das ist, wobei, meine Frau ist da sehr schlagfertig, also der Blödreden spürt es nicht, gell? Die lässt sich nichts gefallen. Und wir streiten wirklich nie. Wir führen eine sehr harmonische Ehe, aber im Auto immer. Im Auto streiten wir immer. Ich weiß nicht, ein Auto, gell? Das ist ja. Ja, nicht, gell? Da rennst du offene Tier nicht. Das ist. Ich weiß nicht warum. Und ich meine, ich würde jetzt auch kein Klischee bedienen. Die fährt exzellent Auto, wirklich. Die fährt perfekt. Also perfekt. Der Ayrton Senna ist perfekt. Die fährt. Halbwegs, nicht? Also die. Ja, auf der Autobahn kann man gar nichts sagen, die fährt stundenlang rot, ohne Leitplankenkontakt, da muss man zufrieden sein. Innerstädtisch haben wir Luft nach oben, nicht? Also das wissen wir beide, das tue ich auch nicht oft thematisieren, aber manchmal, da war es gescheiter, da gibt es Momente, wo es besser ist, nicht? Aber das kann ich halt dann nicht, da poppt es irgendwie aus mir raus und ich denke mir schon, während ich es sage, denke ich mir schon, komm, halt doch die Pappen, aber ich kann nicht. Ich kann nicht, weil die packt ein, ich schwöre es Ihnen, die packt ein, RDD, RDN, DRD, RRR. Eine, viere, fuhren, nein, zurück, eine, bip, 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 bip. Eine Viertelstunde, außer eine, dann steht die. So, jetzt bleibe ich aber stehen. Sag ich, bleib stehen, das Stickel zum Gehsteig, gehen wir zu Fuß, Ake. Wir sind heuer das erste Mal nicht nach Jesolo gefahren, sondern nach Sardinien. Nicht? Wir haben sich gedacht, wir lassen 5 einmal gerade sein, fahren nach Sardinien auf Urlaub, also nicht mit dem Flieger, sondern mit dem Auto, so gerade wollte man 5 auch nicht sein lassen. Und man kommt ja dann von Livorno nach Olbia. Nicht? Und beim Rückfahren Olbia, Fähre, Livorno und von Livorno fährst du halt dann heim. Und ich programmiere im Hafen von Livorno mein Navigationssystem 922 Kilometer, 9 Stunden 13 geplante Ankunftszeit. Und ich spanne mir ein und blase auf ein Langstreckenklassiker nicht? Zum Bewältigen. Und haben wir gedacht, das erste planmäßige Boxenstopperl, das machen wir an der Mautstelle, kurz vor Österreich. Und diese Mautstellen sind ja sehr toll, das steht eh auf der Tafel drauf, Maut, toll, dass du weißt, hurra, einzahlen. Werden auch großzügig angekündigt, diese Mautstellen, über Überkopfwegweiser, diese grünen Tafeln in Italien, ne? 1000 Meter, 500 Meter, Maut, 300 Meter, auch die Dame im Navi hat schon überrissen, sie nähern sich einer Mautstelle. Und auch vom Vorwurf am Beifahrersitz kommt schon der erste Hinweis. Herzi, bist du lieb, bremst du, da vorne ist eine Mautstelle, gell? Und da kriege ich wirklich, da kommen 4,5 Stunden, spürst das nicht. Da liegt sie daneben in ihrem Kipferl. Die spürst nicht. Aber vor der Mautstelle fährt die auf einmal mit. Herzi, hast du gesehen, da vorne ist eine Mautstelle? Nein, wo? Na, was hat's glaubt, dass ich mit 160 zum Schranken hinfahre? Ich sehe es, ja. Ich habe keinen Sekundenschlaf.
Ich meine, ich greife auch nicht in Ihre Bereiche ein, oder? Sag ich daheim, du greif nichts auf, weil ist der Nagellack nicht trocken, gell? Und das Auto verzögere ich ja nicht erst vorne bei der Mautstelle. Nein, das verzögere ich schon 500 Meter weiter vorne. Weil an dem Tag sind nicht wir die Einzigen, die von Italien nach Österreich wollen. Nein, da stehen 500 andere Autos auch noch. An 8 geöffneten Kassen. Und an jeder dieser Kasse bildet sich eine Blechschlange nach hinten. Und ich suche mir irgendeine aus. Die vermeintlich kürzeste Schlange von allen. In meiner Welt. Na, na. Und das Auto steht noch nicht einmal. Na, weil die Leute immer glauben, ich erfinde es, weißt du? Ich mein, die... Und das Auto steht noch nicht einmal. Merke ich schon, wie von rechts, so eine ganz schlechte Energie, so ein ganz nonverbales Tiefdruckgebiet. Weißt, da bildet sich wirklich. Und ich könnte nicht einmal umschauen. Wenn ich umschauen hätte, hätte mir der Blick die Netzhaut wegbrennen. Ja, weil ich bringe das Auto also hinter der mir ausgewählten, am kürzest erscheinenden Blechschlange zum Stillstand. Die Spur nimmst? Ja. Wieso stößt du dort da, wo die meisten Autos sind? So halt. Aha. Aber die rechte Spur ist schneller, gell? Jo. Kann eh sein, wir haben sie nicht eilig, oder? Nein, eh nicht. Eilig haben wir es nicht. Kommen wir halt eine Stunde später heim. Ich hab geglaubt, ich hau heute noch eine Maschine rein. Machen wir's morgen. Gehst heute gleich schlafen, Herzi? Gibt's kein Fernsehen, gell? Der Papi fährt ein bisschen länger heute. Kennst du den Herrn in dem schwarzen Audi? Nein. Der winkt da die ganze Zeit. Aber der meint sicher nicht mich. Oh ja. Da schon oben, der dicke Rothaarige in dem schwarzen Audi, der winkt da. Das ist der Gruber, Martin. Bitte schau grad. Wieso? Der ist schon vorne bei der Kasse. Und da war es aus. Da war es aus, weil ich meine, ich bin lang, wirklich, ich habe eine hohe Belastung. Aber da hat es mir so die Ketten rausgehauen. Der Schranken hinter mir, der war nicht einmal noch gescheit herunten. Ich habe den Sechser eingespannt, volles Rohr. Ich denke mir, den hole ich mir. Den, wirklich, nur auf der Überholspur, Blinker, Schleichte, komm. Ich mir gedacht, das gibt's ja nicht. Wie lange braucht man bitte, bis man eine halbe Stunde Rückstand aufgeholt hat? Wo ist der? Wissen Sie, wo ich gesehen habe? Oben in der Section Control am Semmering. Da ist er vor mir gefahren, der Gruber mit dem schwarzen Audi. Ha, da ist er, mein Freund. Jetzt, du Herzi, da ist 80, gell? Da ist 80. Sag einmal, spinnst du? Wir haben ein Kind im Auto. Ha, wurscht, denn das brauche ich jetzt. Was muss der denn da deppert beweisen? Nix, das geht dir nichts an. Das ist eine Geschichte zwischen mir und dem Gruber. Und den habe ich übernommen bei 154 in der 80er. Wirklich, rechts Auto, links vorbei. Der muss glaubt, der mehr ist ein Gebüsch. Ja, das war...
Wahnsinn, das war wirklich, also da ist so viel von mir angefallen, das, was sie alles aufgestaut hat über Jahre, über die Kindheit. Ah, ich beim Fressen. Und wie wir auf gleicher Höhe sind, schaut die um. Du hörst sie, kann das sein, dass der Freund bei der Polizei arbeitet? Na wunderbar, nicht? Wir packen uns ein in der Pannenbucht, Martin Gruber im schwarzen Audi mit der Zwetschgen am Dachl drauf, alles dreht sich. Hinten ist Mäusekino in der Heckscheibe drinnen, ich lasse die Scheibe runter. Zipp, ist er schon hintergekommen. Na, Freund der Blasmusik, was ist? Haben Sie ein bisschen eilig, ha? Eilig? Na, tut mir leid, ich hab. Vielleicht habe ich in Tempomaten schlecht eingestellt, aber hab ich. Hast du mich eh gleich kennt an der Mautstelle, ha? Was ist? Können wir nicht mehr grüßen? Ich hab ihn ja nicht kennt, ich schwöre. Ich hab ihn. Fröhlich hat er ihn erkannt. Also ja, also nein, also natürlich jetzt, wo du das sagst. Klar, aber hörst Martin, gut schaust du aus, wirklich, muss ich sagen. Hast du ein bisschen abgenommen, kommt mir vor. Ha? Geht's dir besser, gell? Polypen, alles, sollen wir nachschauen? Was, schauen wir nach. Ganz ein Lustiger, ha? Das blöde Lachen, das wird da vergehen, das schwöre ich da. Was hast du da für eine Tätowierung am Unterarm? Was, diese chinesischen Schriftzeichen, was heißt denn das? Das? Das heißt, Rache ist süß. Und du bist sauer? Sauer? Steig einmal aus, ich werde dir sagen, wie sauer ich bin. Tut mir leid, Martin, habe ich keine Zeit. Ja, war sicher ein Affekt, ein Blöder, war ein Blödsinn, hätte ich mal sparen können. Nicht? War nicht in Ordnung, dass ich da. Ich glaube, ich bin aber ein bisschen über die Schuhe angefahren beim Flucht. Es war, ja, es war ein Hupfer links hinten, war, vielleicht war es ein Schildkrot, was weiß ich. Das war. Und natürlich, dann löst sich alles auf, nicht? Weil dann habe ich gleich gewusst, nicht? Das ist natürlich keine Fahnenflucht, sondern Fahrerflucht, Section Control, 74 schnell, nicht? Na klar, 67, eh logisch. Nicht? Aber das war ja nur das Tüpfelchen auf dem I. Das war ja nicht der Grund für meine Haft. Und ich meine, normalerweise, weil da oben jetzt auch in die Zielgerade übergeht und ich möchte sie da auch nicht im Unklaren lassen, weil sie waren halt sehr lieb zu mir und ich finde, sie haben die Wahrheit verdient. Ich möchte auch ein kleines Geständnis ablegen und meinen Gewissen erleichtern. Natürlich bin ich vor einem Hoftrichter gestanden und der Hoftrichter hat mir angeschaut und sagt, Herr Christian, wann sind Sie eigentlich draufgekommen, dass das mit diesen Stimmen so geht? Hm? Das war bei mir in einer Überraschung seit drin. Wie bitte? Ja, in einer Überraschung seit. Ich habe nämlich als Kind immer ein bisschen Pech gehabt, wissen Sie? In meiner Überraschung sei war immer dasselbe. Meine Freunde haben die tollsten Sachen gehabt, zum Zaunbauen, so Spielzeug und so. Und bei mir war immer nur eine gelbe Plastikkapsel drin. Aber dann hat es einen Tag gegeben, da hat sich alles verändert, wirklich. Da haben sie die Weichen gestellt. Da bin ich nämlich in der Früh munter geworden. Und beim Aufwachen in der Früh habe ich mir schon gedacht, na, das war kein Tag wie alle anderen. Ich bin wirklich, hab mir gedacht, na, was ist denn jetzt los? Na, das gibt's nicht. Und plötzlich konnte ich sprechen wie andere Personen. Das war relativ einfach. Ich habe da überhaupt keine Mühe gehabt. Das war sogar so, dass ich mir gedacht habe, das ist sensationell. Das war eigentlich leibend, weil ich mir gedacht habe, na, Alter, was ist denn jetzt los? Ich bin in den Bett gehen, grundsätzlich nicht in der sicheren Spur der Grammatik, aber es war eigentlich wurscht, weil es ist alles gegangen, was ich wollte. Ich konnte reden wie ein deutscher Bundestrainer, sagen wir auch einer, der was beim FC Bayern gespielt hat, keine Frage. Ja. Wir reden können wie ein holländischer Fußballtrainer, war alles kein Problem. Ich konnte Lieder singen wie ein deutscher Interpret. Ich dachte mir, oh, was soll das? Das war unglaublich. Natürlich nicht, aber das war eine Frage in der Worte ein bisschen. Nicht? Das war. Ja, es war eine Erfahrung, die was ich heute. Die was ich nicht missen möchte, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Weil der Bursche, der kann reden wie ein Skifahrer Hirzen, habe ich mir gedacht. Das war vom Feinsten. Und ich habe mir keine Sorgen mehr gemacht. Und da war mir klar, hey, wow, der Herrgott hat mich gar nicht vergessen. Gar nicht. Im Gegenteil, der hat mir ein super Geschenk gemacht. Der hat mir nämlich das geschenkt, was wir heute so, ja, so als Talent bezeichnen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Talent ist. Keine Ahnung, vielleicht ist es, vielleicht ist es nicht. Aber wenn es eins ist, dann steht auf jeden Fall fest, dann ist es keine Option. Dann ist es eine Verpflichtung. Weil der Talent ist nie eine Option. Ein Talent ist immer eine Bestimmung. Es gibt nichts Traurigeres auf dem Planeten als ein vergeudetes Talent. Und der Herrgott hat sich wahrscheinlich bei mir gedacht, den gebe ich zwar Linke, der kann keinen Nagel gerade in die Wand hauen, aber ich gebe ihm was anderes. Ich gebe ihm was,
womit er Menschen zum Lachen bringen kann. Und für nichts anderes bin ich da, um Menschen zu unterhalten. Und wenn man mal weiß, warum man überhaupt da ist, was seine eigentliche Bestimmung ist, dann ist es viel wert. Suchen wir mal ein bisschen den Grenzbereich. Was fressen die Leute eigentlich alles? Was geht? Was glauben Sie eigentlich, warum der Andi Herzog nicht ÖFB-Teamchef geworden ist? Da gab es einen Anruf im ÖFB beim Herrn Windner. Leo, servus, grüß dich, das ist der Andi. Du, ich wollte nur sagen, ich habe da noch einmal Gedanken drüber gemacht, über das Teamchef-Thema. Ja, genau, wenn nachgedacht. Nein, das interessiert mich nicht. Nein, da geht es gar nicht ums Geld. Ich habe das einfach anders vorgestellt. Ich meine, die Nudeltruppen soll ich andere übernehmen. Ich habe andere Pläne, ja. Nein, außerdem erst der Toni hat mich eh schon angerufen. Hat er gesagt, Herzl, hast du schon gehört, der Vater wird Teamchef. Sag ich, was, dein Vater wird Teamchef? Sagt er, nein, nicht mein Vater, der Franco. Sag ich, was für Franco? Franco Nero, Franco Polo, der Roberto Franco? Sagt er, der Vater Franco. Sag ich, wenn sie den Vater von Franco gefragt haben, dann lasst sie mich in Ruhe, nicht? Habe ich aufgeregt. Damit sie wissen, wie das gelaufen ist, nicht? Das ist ja, das weiß ja keiner. Aber das war auch noch, da habe ich mir gedacht, nein, das ist mir zu wenig. Weil, was glauben Sie, warum der Donald Trump auf die Idee gekommen ist, an der Grenze zu Mexiko eine 10 Meter hohe Mauer zu errichten? Das hat er ja gesagt, er baut eine Mauer an der Grenze zu Mexiko, 10 Meter hoch. Und seit das irgendwie publik wurde, verkaufen sie in Mexiko 11 Meter hohe Latern ganz gut. Ne? Die haben mich bis ins Oval Office durchgestellt, das glaubst du ja nicht. Da kommst du durch. Hello, Christy, hello, Donald, this is the former governor from California. Donald, what I would like to tell you, I give you good advice, is a very important message. Listen, you are the elected president of the United States of America, and the Leute, die was die gewotet haben, die haben great expectations, you know. You must fulfill them. You made a lot of promises, okay? Du sagst, du baust eine Mauer on the grenze zu Mexiko. Do it. Nimm da Beispiel an die Chinese people, die haben eine Mauer rund ums ganze Land. Die machen billions of dollars a year. With the tourism, with the economics, die haben die Amerikanische überholt, die übertaken, du musst den Zug übertaken. Du hast ein brain in the head, think about my advice, Donald. Du hast ein Hirn da umdrehen, du hast zwei Hirnhälften. A left and a right, ne? In the left there is nothing right, and in the right there is nothing left. So, Donald, listen to me, think about it. Bau eine Mauer und die Leute werden die lieben bis zum Ende of days, you know? Yes, Arnold, I know what you mean. I know what you mean. I will build up that wall. I build up that wall. Und jetzt werden Sie natürlich sagen, das grenzt an Dummheit. Ja. Aber das tut Mexiko auch.